Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Medieval Dynasty. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Feldarbeit. Habe ich jetzt gerade beschlossen, wir haben ja schon insgesamt 5 Felder. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer nur die 3 dort drüben genutzt. Aber jetzt haben wir eigentlich mittlerweile genug, dass also genug Samen und Kram zusammen, dass wir hier durchaus ein bisschen Gas geben können und ein bisschen mehr machen können. Das war die Holzhacke. Die wollten wir sowieso loswerden. Gerade sagen. Doch, letzte Folge mit eingepackt. Die gute Kupferhacke. Die neue. Die wir uns gegönnt haben. Zu Recht. Möchte ich behaupten. So, der Frühling geht zu Ende. Wir sind schon wieder im letzten Frühlingsmonat. Es geht echt flott hier in diesem Spiel. So, mal gucken. Achso, Hafer haben wir ja jetzt schon angebaut. Mal sehen. Das Säckchen. Da habe ich das für geräumt. Hat er das weggeräumt? Ist ja dann narrisch schon mal. Ja, wir dürften bald soweit sein. Das wäre eine gute Tierfutterproduktion haben. Hafer haben wir jetzt schon ein Feld komplett gemacht. Und Roggen haben wir sogar noch ein bisschen übrig. Das ist Herbst, Frühling, das können wir gerade nicht. Leinsamen können wir noch mal machen. Machen wir Leinsamen und Weizen, komm. Wenn wir genug haben. So. Oh, Weizenkorn haben wir nur 15. Dann können wir noch 10 mal was anderes machen. Rote Beete haben wir auch nur 9. Okay. Einmal Karottensamen. Lull. So. Ich könnte jetzt über die letzte Unbubble 13 Fragen-Folge philosophieren, die ich gesehen habe, aber es war tatsächlich, ich kann da gar nicht viel zu sagen. Es ging um die Thematik Ukraine-Krieg, sollen wir noch weiter Waffen schicken oder nicht? Und natürlich gab es wieder die zwei Seiten, die einen, die gesagt haben, ja auf jeden Fall, sonst geht die Ukraine unter. Und die andere, so die BSW-Seite, und zwar natürlich auch eine vom Bündnis Sarah Wagenknecht da, die alle gesagt haben, nein, das bringt immer nur Leid. Ich meine so, ja, wahren Frieden kann es nur durch Verhandlungen geben. Also, ja, das ist in deiner Regenbogen-Pony-Welt vielleicht ganz schön, funktioniert aber in deiner Realität nicht, wo du einen Putin hast,
der mit sich nicht verhandeln lässt und der einfach als Ziel die alte Dings Sowjetunion hat und alles dafür tun wird, die alte Sowjetunion wieder hinzukriegen. Und da kannst du mit dem noch so viel verhandeln, das interessiert den nicht. Das ist ihm egal. So, da sehe ich dann halt das Problem drin. Die sind sich am Ende auch nicht so wirklich einig geworden. Auf der Seite für weiter Waffen schicken waren natürlich Leute, die auch irgendwo entweder selbst aus der Ukraine kamen oder Angehörige noch in der Ukraine haben, die dort um ihr Leben kämpfen und natürlich sind die froh um jede Unterstützung. Ich kann zu dem Punkt einfach nur ganz einfach sagen, mit Putin kann man nicht verhandeln, weil er nicht verhandeln will. Die einzige Möglichkeit, den zufrieden zu stimmen, ist einfach die Ukraine aufgeben und sagen, hier hast du sie. Damit würde man zwar das Überleben der Ukrainer sichern, aber das Leben der Ukrainer versauen. So könnte man das sagen. Also letztlich gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten und damit ist dieses Thema schon wieder abgeschlossen. Weiterhin Waffen an die Ukraine schicken, verursacht weitere Tote in Russland. Die Waffenlieferung an die Ukraine einstellen, verursacht weitere Tote in der Ukraine. So, so einfach ist es. Und ja. Völlig beknacktes Mixfeld. Die Leute hatten natürlich auf der Seite, gerade da war einer, der gegen weitere Waffenlieferungen hatte, wurde sofort gemerkt, dass da war wieder kurz Krieg. Ja, der hat auch einfach Panik. Der hat Schiss. Das hat er auch kurz mal erwähnt. Putti, 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 putti. Der hat Schiss, dass Putin die Atombombe loslässt. Und deswegen ist er für eine Einstellung der Waffenlieferung und das ist halt leider das Problem. Das ist natürlich Sinn und Zweck der Drohungen eines Putins mit Atombomben. Das ist mit das beste Einschüchterungsmittel, was man so heutzutage hat. Oh, 415 überleben, wir nähern uns. Und an diesem Herren hat man ja erkannt, dass es funktioniert. Natürlich ist das eine Gefahr, die man jetzt nicht gänzlich abtun darf, um Gottes Willen. Aber man muss dabei auch immer noch bedenken, es ist ein gewisses Pokern, ja, klar. Aber mein Poker damit leben, ja, ist mir auch klar. Putin weiß, was passiert, wenn er diese Drohung wahrmacht. Denn in dem Moment, wo Putin die erste Atombombe loslässt, kriegt er massiv Ärger. Denn damit überschreitet er quasi so eine rote Linie, wenn man so will. Und wenn er die Atombombe nicht gerade wirklich zentral irgendwo auf Kiew jagt, was ein massives Kriegsverbrechen wäre, weil er nämlich, also es ist so oder so,
eine Atombombe loszujagen ist ein Kriegsverbrechen, weil du keine Atombombe losjagen kannst, zumindest hier in Europa, ohne Zivilisten zu töten. So. Und damit hat er endgültig die NATO am Hals. Die UN, eigentlich hat er die ganze Welt am Arsch. So. Und er weiß genau, dass er damit einen Krieg vom Zaun bricht, den er verlieren wird. Denn dann kommt der Westen, den er schon die ganze Zeit so fürchtet, und macht ihn platt. Aktuell ist er eine Gefahr für die Ukraine. Und auch wenn das scheiße ist, dass wir uns da nicht intensiver einmischen können, ist klar, solange wir uns nicht intensiv richtig einmischen, die NATO rauslassen aus dem Mist, gibt es auch keinen größeren Krieg. Wenn aber Putin auf die Idee kommt, mit Atombomben zu schmeißen, dann ist er zu einer internationalen Bedrohung geworden und damit ist er auch eine Bedrohung für ganz Europa und damit auch für NATO-Länder und damit Ja. Hat er dann den Westen, den er sowieso schon die ganze Zeit fürchtet, am Hals. Das weiß Putin genau. Natürlich droht er mit seinen Atombomben, weil er weiß, dass es ein gutes Druckmittel ist. Aber er weiß auch genau, wenn er seine Drohung wahr macht, dann hat er den Zorn des gesamten Westens am Hals. Und dann kann er sich von seinen Träumen verabschieden. Jetzt aktuell, auch wenn es im Großen und Ganzen in der Ukraine für ihn sehr nach Pattsituation aussieht. Weder er noch die Ukraine kommt momentan in irgendeiner Form sonderlich viel weiter. Hat er doch zumindest gewisse minimale Erfolgschancen bei dem, was er da versucht. Wo bin ich denn aus der Sinn hingelaufen? Ach, guck. Ach, hier bin ich. Ja, und diese minimalen Chancen, ein bisschen irgendwas von der Ukraine zu annektieren und ein bisschen was zu erobern und zu behalten, macht er sich mit einer Atombombe gänzlich zunichte. Das heißt, dieses Mittel der Atombombe, mit der er immer droht, ist für ihn auch eigentlich nur ein absoluter Ausweg, wenn sonst gar nichts mehr geht. Wenn er eigentlich mit sich selbst, seinem Leben und seinen eventuellen Erfolgen gänzlich abgeschlossen hat, dann, wenn alles, wirklich alles egal ist, dann kann er die Atombombe schmeißen. Aber auch da muss ihm klar sein, dass das so ziemlich das Letzte ist, was er machen wird. Und deswegen ist das Ganze natürlich ein gutes Druckmittel und man kann gut damit drohen, aber diese Drohung wahrzumachen, muss man halt auch immer noch bedenken, was das für Putin auch und für Russland bedeuten würde. Deswegen dürfen wir auf keinen Fall klein beigeben, wenn die Atombombendrohung kommt. Weil das ist halt eben genau der Zweck dieser Drohung.
Das müssen wir ihm als Westen halt immer deutlich klar machen, dass wir ihm sagen, mach doch, schmeiß da eine Atombombe, aber dann geh davon aus, dass wir dich vernichten werden. Wenn du so weit gehst, dann bist du des Todes. Und dann werden Armeen, vereinigte Armeen der NATO kommen, um deine Leiche aus deinem Bunker zu zerren. Naja. Wie dem auch sei. Aaron. Muss man vorsichtig mit sein, ist klar. Man sollte jemanden wie Putin auch auf keinen Fall provozieren. Ich muss aufhören, Seeadler zu töten. Das sind so schöne Tiere. Irgendwie hat sich bei mir eine Mücke eingeschleust. Irgendwas krabbelt als irgendwo rum. Was soll denn das? Ich bin am Bären sammeln, weil ich endlich Überleben 500 haben möchte. Und diese unreifen Bären kann man ja massenweise kompostieren. Weil ich jetzt wahrlich sehr viele unreife Bären habe mittlerweile. Auch unglaublich große Vorkommen hier. Reicht mal. Was brauchen wir noch an Points? Oh, 464. Tatsächlich ziemlich viel gemacht jetzt. Vielleicht noch Tierchen jagen? Wenn es hier noch welche gibt? Das bringt ja auch nochmal Punkte. Ja, noch mehr Bären pflücken. Ja, was soll ich mit so viel Bären? Das ist ein Fuchs. Nachladen hat so lange gedauert. Was macht dieses Lager hier? So nah an meinem Zuhause. So geht's ja nicht. Ich glaube, hier fliegt echt eine Stechmücke rum. Das gibt's ja nicht.
Wurde ich mich angepiekt, die Sau. Der wird schon was erzählen, wenn ich sie finde. So. Hoppla. Da bringen wir jetzt erstmal die ganzen Beeren in den Kompost. Gucken, was wir hier noch reinkriegen. Den Rest machen wir hier rein. Oh, da wäre sogar noch einiges mehr gegangen. Wie viel haben wir denn jetzt hier drin? 600. 600 Beeren gehen da rein. Hätte ich also noch ein paar sammeln können für unser Level. Ist auch bald hinüber. Gut, dann nehmen wir noch ein paar Beeren mit. Na, Zweige. Moment, Stock, Moment. Und trotzdem nicht genommen. Ha. Muss aufpassen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir oben auch irgendwo Wiesens waren. Ja, da. Ich glaube, sich mit denen anzulegen, mit nur. Ist, glaube ich, nicht so schlau. Oder? Jetzt rennt der weg. Bin noch nicht weg. Greif doch an. Greifen zwei an. Au! Welche von euch hat jetzt mein Speer drin? Wir sind gejagt. Das Problem ist nur, den jetzt dann auch gleich auszunehmen. Ist ein bisschen doof. Weil der Kollege, nämlich von ihm, da glaube ich dagegen ist.
Ah, da liegt mein Speer. So. Ja, wie sind haben wir doch schon mal. Schick. Haben wir das mal locker leicht gerade mal mitgenommen. Hoppla, Entschuldigung. Boah, als mich diese Mücke gestochen hat. Ich das Gefühl, juckt es mich jetzt überall. So, wir sammeln noch ein paar Beeren. Bis wir dann endlich angezeigt bekommen, Fischerhütte freigeschaltet. Das ist jetzt noch unser Ziel. Time for a beverage. Stock. My mouth's dry. Ja! Nice! So, dann schleppen wir das ganze Zeug mal nach Hause. Ist auch schon wieder spät. Der Frühling ist rum. Was er sich quält. Ja, ja. Schwer am Verdursten. Obwohl er eigentlich. Ja, müsste eigentlich nur den Mund aufmachen und den Regen empfangen. So, das Fleisch packe ich jetzt erstmal da rein. 88 Fleisch, dann nice. Oh, Gesundheitstrank, ja, aber den trinke ich jetzt nicht. Kartensamen. So, was brauchen wir denn jetzt? Ach, jetzt brauchen wir natürlich das Geld, um dieses Schema auch freizuschalten. Das haben wir jetzt auch nicht. Das kriegen wir jetzt auch so schnell nicht zusammen. Na gut. Ein andermal. Ein andermal. Okay. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir zu Geld kommen. Ist aber kein Problem, denn wir haben jetzt einen kontinuierlichen Kupper-Income. Das heißt, wir können natürlich auch immer wieder Kupperwerkzeuge produzieren und verkaufen. Da werden wir schon ein bisschen Geld zusammenkriegen. Können ja mal gucken, was meine Leute so geschafft haben heute. Wie es denn so aussieht mit meinen Beständen. Das ist wieder kurz Krieg. Nutzen. Oh, 20 Holzstämme haben wir schon wieder. Also Bretter. 26 Bretter. Oh, nice. Läuft ja. 30 Kalkstein mittlerweile. 16 Kupfererz schon wieder.
Saturn auch schon 49. Ja, schick. Meine Leute machen ihren Job. Das ist doch wunderbar. Gut. Ich hau mich ins Bett. Mach noch. Schalte noch den Sommer ein und dann beenden wir die Folge. Dann ist das auch wieder gut für heute. Das ist wunderbar. Dann kann ich den Rest des Abends dann jetzt mal meinen Hals noch ein bisschen schonen. Ach ja. Einfach der Händler besucht deine Siedlung. Er präsentiert dir seine Waren und erzählt dir Geschichten über die fernen Länder, die er bereist hat. Außerdem sagt er, dass er dir ein paar Drinks beibringen könnte, mit denen du bessere Geschäfte machen könntest. Für einen Preis, versteht sich. Bleibt mir ohnehin nur das, weil ich habe das Geld nicht. Ja. Whatever. So, ach schön. Im Sommer sieht es ja auch mal sehr schön aus. So, gucken wir mal unsere Felder an. Wir brauchen noch ein bisschen. Aber die Karotten sind fertig. Hier haben wir auch das gemixte Feld. Der Flachs ist fertig, der Kohl ist fertig. Haben wir was. Haben wir was zu tun. Wunderbar, beim nächsten Mal. Heute ist gut. Wir waren fleißig genug. Er sucht wieder den Punkt, wo er aufhören möchte. Er hätte so gern sein ganzes Dorf im Blick. Dafür muss er wohin gehen, wo er auch sein ganzes Dorf sehen kann. Ein bisschen den Hang hoch vielleicht. Guck mal. Ist doch schon ein bisschen was, hä? Wächst und gedeiht gemütlich vor sich hin. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Beim nächsten Mal bin ich hoffentlich. Ah, der Herold ist jetzt da angezeigt. Dann wieder ein bisschen gesünder und fitter. Aber das hat ja gepasst. So, also bis Dänchen dann. Ciao.